Wahrscheinlich kommen Ihnen diese Vögelchen bekannt vor. Zebrafinken. Wir kennen sie als beliebte Heimvögel in Wohn- und Kinderzimmern. Warum teilen so viele Menschen mit ihnen die Wohnung? Irgendwie müssen sie etwas Besonderes sein, diese Zebrafinken. Wir besuchen sie in ihrer Heimat, einem der trockensten Gebiete unserer Erde. Kein Wunder, dass sich alles im Leben der Zebrafinken um Wasser dreht. Und wir müssen gestehen, uns geht es dort genauso. Kommen Sie mit uns in ein Wechselbad aus Staub, Hitze und lauwarmem Wasser. Erleben Sie mit uns das australische Outback und einen Vogel in Freiheit, den Sie aus dem Käfig kennen. Beobachten Sie mit uns den großen Durst der kleinen Zebrafinken. Ihnen gilt diesmal unsere Expedition. In eindrucksvoller Menge. Unser Weg zu den Zebrafinken im Zentrum Australiens ist heiß und trocken. Tagelang einsame Strecken durch Halbwüsten, ohne Zivilisation, ohne Gegenverkehr und nur manchmal nach vielen hundert Kilometern Wasser. Nur für Notfälle am Straßenrand. Hier treffen wir unsere Hauptdarsteller. Der Wasserbehälter für Notfälle ist von durstigen Zebrafinken umlagert. Eine undichte Fuge im Betontank, für uns kaum sichtbar, für die Zebrafinken eine sichere Wasserquelle. Jeder Tropfen Sickerwasser wird geradezu erwartet und gierig aufgesaugt, bevor er richtig draußen ist. Kein Wunder, vermutlich ist dieser Tank in 100 Kilometern Umkreis die einzige Wasserstelle und die Zebrafinken müssen sich eine andere Wohngegend suchen, wenn diese Miniquelle versiegt. Reife Gräser und grüne Büsche täuschen über die geringen Niederschläge hinweg. Auf anderen Kontinenten wäre hier nur kahle Wüste. Aber viele australische Pflanzen gedeihen trotz Hitze noch bei spärlichen 250 mm Jahresniederschlag. Outback Highway, ein Auto pro Tag höchstens. Und trotzdem bildet sich Wellblech schon nach kurzer Zeit. Die Sandwellen im Abstand von 30 bis 40 cm rütteln Schrauben locker, nicht nur bei Fahrzeug und Kameras. Ein Willy-Willy, ein Miniaturwirbelsturm, fegt über den staubigen Boden. Typisch für glutheißes, trockenes Land. Ausgetrocknete Salzseen, Salzwüste. Öde, leer, bedrückend. Nur einige Male seit Menschengedenken stand hier Wasser. Am Horizont blinkt ein See, Wasser, Realität oder Fata Morgana? Aber hier ist es real und greifbar. Aus großer Tiefe blubbert artesisches Wasser unter Druck an die Oberfläche und verdunstet in Hitze und trockener Luft. Mineralien bleiben zurück und bauen Hügel um die Quellen auf. Die einzigen Erhebungen im flachen Land. Trachydosaurus rugosus, wie für diese Kulisse geschaffen. Eine Urweltechse mit Sauriernamen in Vorzeitlandschaft. Ihr deutscher Name, Tannenzapfenskink, bringt uns aus der Saurierzeit in die Gegenwart zurück. Trachydosaurus muss nicht trinken. Er ist gut an ein Wüstenleben angepasst. Er kann von der Feuchtigkeit seiner Nahrung, dem Wasser in Insekten und Pflanzen leben. Aber diese Gelegenheit, diesen Luxus, lässt er sich nicht entgehen. Genüsslich schlürft der Tannenzapfenskink das brackige Wasser. Staub. In Australien ein immer wiederkehrendes Thema in Variationen. Starker Wind über ausgedörrtem Land reißt den Boden mit, wird zum Staubsturm. In trockenen Jahren keine Seltenheit.
Und wieder Staub. Diesmal in seiner reinsten und feinsten Form. Bulldust, Bullenstaub, nennen die Australier dieses Pulver. Unter den Reifen verhält es sich wie Wasser, schwappt hoch, spritzt weg, läuft zurück und schließt die Spur. Puderfein und oft knietief täuscht es eine glatte Oberfläche vor, unter der sich Löcher und Steine verstecken. Und trotzdem müssen wir schnell sein, zumindest schneller als der Wind, sonst überholt uns die eigene Wolke, verschluckt uns der aufgewirbelte Staub. Nach hunderten staubiger Reisekilometer durch ausgedörrtes Land haben wir nur noch einen Wunsch: Wasser. Hier zieht es uns magisch hin. Mit freundlichen Hinweisen der Rinderzüchter und mit guten Karten finden wir die Badeparadiese des australischen Innenlands. Randvolle Vorratsbehälter für Viehtränken. Die Poolregeln sind Ehrensache. Keine Seife, das hassen die Rinder. Und nicht ins Wasser springen, sonst platzt die dünne Blechwand. Nicht immer haben wir so angenehme Arbeitsbedingungen. Aber bevor uns jetzt das Fernsehen das Honorar kürzt und das Finanzamt Urlaub anrechnet, wollen wir noch schnell behaupten, dass die Brühe lauwarm und voller Algen ist und vor bissigen Gelbrandkäfern und Wasserwanzen nur so wimmelt. Dem großen Windrad verdanken wir unser Badevergnügen. Es pumpt über ein Gestänge Grundwasser aus großer Tiefe. Die Vorratstanks speichern Wasser für mindestens 2 windstille Tage. Lebensnotwendig für die Fleischrinder, die man in den Halbwüsten hält. Sie brauchen eine zuverlässige Wasserstelle. Badespaß auch bei ihnen. Die Pfütze am Überlauf der Tanks, das ist der Swimmingpool der Zebrafinken. Dicht beieinander planschen sie im Wasser, in der Gruppe fühlen sie sich am wohlsten. Sicher haben nur die wenigsten Zebrafinken Australiens eine Bademöglichkeit. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, dann planschen sie wie aufgedreht. Bestimmt genießen sie die Abkühlung, doch auch für die Gefiederpflege und zur Bekämpfung von Untermietern zwischen den Federchen ist so ein Vollbad gut. Ein nasser Fink fliegt schlecht, aber bis zum nahen Busch reicht's. Hier können sie in Ruhe ihr Gefieder trocknen und putzen. Zwischen den Dornen der Akazienäste sind die kleinen Finken relativ sicher vor Feinden. Hauptsächlich kleine Falken sind auf Zebrafinken spezialisiert. Der Neuankömmling hechelt, verdunstet Feuchtigkeit auf der Rachenschleimhaut. Mit aufgerissenem Schnabel verschafft er sich Kühlung. Er hat einen weiten Flug hinter sich bei 40 Grad im Schatten. Jetzt hat er Durst. Eine Anpassung an das Wüstenleben: Saugtrinken. Nur wenige Vögel beherrschen diese schnelle Technik. Die meisten müssen beim Trinken das Wasser schöpfen, Schnabel für Schnabel. Danach den Kopf hochnehmen, damit der Tropfen in die Kehle läuft. Zebrafinken können das Wasser richtig einsaugen. So sind sie schneller und müssen ihren Feinden nicht so lange den Rücken zudrehen. Alles in der Gruppe gemeinsam machen und am liebsten mit dem Partner auf Tuchfühlung, so fühlen sich Zebrafinken wohl. Ihr geselliges Wesen macht sie so liebenswert. Der buntere ist das Männchen. Mit kastanienbraunen Backen, tiefschwarzem Latz und leuchtend rotem Schnabel sieht es prächtig aus. Gegen Abend kommen die Rinder zur Tränke. Sie scheuen die Hitze des Tages bei ihrem langen Marsch durch die Wüste. Das Schopftäubchen hat's eilig. Hat Durst, will auch zum Wasser. Alle haben Durst. Kurz vor Sonnenuntergang ist großer Andrang.
Mit klingelndem, blechernem Fluggeräusch flattern die Schopftauben zum Trog. Rosa Kakadus, lärmend, durstig und vom langen Flug ausgepumpt und überhitzt. Abgestellte Flügel, offener Schnabel, hecheln. Man sieht ihnen die Strapazen des Fluges über das heiße Land an. Warteposition. Kein Platz ist frei am Tankrand. Hunderte durstiger rosa Kakadus drängeln am Wasser. Natürlich, jeder der vielen Vögel ist sehr durstig, möchte als erster trinken. Aber das abendliche Treffen am Wasserloch ist auch ein soziales Ereignis. Man trifft sich, man lernt sich kennen, man pflegt Kontakte. Wichtig für die geselligen rosa Kakadus. Im bunten Gewühl auch einige weiße Vögel. Es sind Little Corellas, Nacktaugen-Kakadus. Das abendliche Spektakel an der Rindertränke. Nicht immer ist hier so viel Betrieb, nur in trockenen Zeiten, wenn es seit Monaten nicht mehr geregnet hat und alle natürlichen Wasserstellen ausgetrocknet sind. Ein seltener Anblick, Zentralaustralien unter dichten, regenschwangeren Gewitterwolken. Schlechtes Wetter würde man bei uns sagen, aber hier wird es euphorisch begrüßt. Hoffnung auf lang ersehnten Regen. Endlich, darauf hat die Natur seit 2,5 Jahren gewartet. Der ausgebrannte Boden kann das viele Wasser so schnell gar nicht aufnehmen. Die Wüste wird zur Seenlandschaft. Wir flüchten, solange es noch geht, solange die Straßen noch nicht aufgeweicht sind oder völlig unter Wasser stehen. Wir drücken aufs Gas, wir müssen den Sandy River queren, solange das noch möglich ist. Das Flussbett, seit über 2 Jahren trocken, nur Sand und Staub. Jetzt aber der große Moment, der Sandy River flutet. Alle paar Jahre nur, wenn man Glück hat, kann man dieses Schauspiel beobachten. Die erste Wasserzunge, die Vorhut des Flusses. Flink sucht sich das Wasser seinen Weg auf dem Sand. Immer mehr Wasser strömt nach, wächst zum schäumenden Fluss. Die großen Eukalyptusbäume trotzen den Fluten ebenso wie jahrelanger Trockenheit. Sie sind angepasst an ein Land, in dem es kein Mittelmaß zu geben scheint. Am nächsten Tag nur noch ein klarer, munter plätschernder Bach. Die großen Fluss-Eukalyptusbäume haben genug Wasser erhalten für die nächsten Jahre. Vögel singen. Die Natur hat sich schlagartig erholt von jahrelanger Dürre. Schon kurz nach dem Regen sind sie da, die Wellensittichschwärme. Woher sie kommen, wissen wir nicht. Bei diesen rasanten Flugmanövern glaubt man gar nicht, dass es wirklich die Wellensittiche sind, die wir als Käfigvögel von zu Hause kennen. Hier in Zentralaustralien ist ihre Heimat. Wasser zum Trinken finden sie jetzt überall, auch auf unserer Straße.
Wir sind wieder auf der Strecke, auf dem Weg zu unserer alten Windmühle. Die Pisten im roten Innenland sind einigermaßen abgetrocknet, wieder befahrbar. Nur ab und zu noch Vogeltränken. Die Wellensittiche werden uns hoffentlich verzeihen, dass wir ihnen durchs Trinkwasser fahren. Frisches Grün überzieht den roten Wüstenboden. Verblüffend, wie schnell die Natur Australiens auf einen Regen reagiert. Peewee ruft der schwarz-weiße Vogel und Peewee wird er deshalb genannt. Er hat Insekten im Schnabel, sicher füttert er Junge, nur was will er mit dem Futter hier in der Windmühle? Was für ein Platz, mit perfekter Aussicht auf Viehtränke, grünes Land und blaue Berge. Vibrationen, Lärm und Schmierfett stören den Peewee nicht. Ein sicherer Platz für das Peewee-Nest. Die alte Windmühle ist weit und breit die höchste Erhebung. Solide Töpferarbeit ist das Peewee-Nest, aus Schlamm gebaut. Sofort nach dem Regen hat er damit angefangen. Er musste die kurze Zeit nutzen, in der es feuchte Erde als Baumaterial gab. Mulla-Mulla blüht in eindrucksvoller Fülle. Man traut dem ausgedörrten australischen Boden gar nicht zu, dass in ihm so viele Samenkörner auf den seltenen Regen warten. Frühling bei den Zebrafinken. Sie putzen sich gegenseitig, sie schmusen, sie sind bereit zur Familiengründung. Sobald die Bedingungen gut sind, haben Zebrafinken Frühling, egal zu welcher Zeit im Jahr. Zebrafinkenland. Einzelne dornige Büsche, umgeben von Blütenpflanzen und Gräsern, die eine gute Samenernte versprechen. Bescheiden ist das Liedchen der Zebrafinken, bescheiden und lustig wie überhaupt die ganze Wesensart der kleinen Vögel. Das Männchen singt. Hier hat es etwas vor. Hier will es seine Familie gründen. Er ist wählerisch bei der Suche nach dem richtigen Baumaterial. Der Lufttransport zum Nest ist voller Tücken. Das Baumaterial ist schwer und sperrig. Endlich, er hat die Nestbaustelle erreicht. Das Weibchen wartet dort geduldig auf neues Baumaterial. Gemeinsam wird der Balken eingebaut. Diesmal findet er nichts Passendes oder es fehlt ihm die Lust.
Auf jeden Fall fliegt er zurück zum Nest, eine Runde putzen und vor allem singen. Schließlich muss man die Nachbarn informieren, dass man hier wohnt, was man beansprucht und wo die Grenzen sind. Und was für ein toller Kerl man ist, muss man dem eigenen Weibchen zu Hause im Nest auch immer wieder sagen. Das Land sieht bereits wieder trocken aus, wie gewöhnlich in Australien. Im Flussbett sind an einigen Stellen Tümpel zurückgeblieben, Billabongs. Sie halten das Wasser mehrere Monate lang. Die Billabongs sind vorübergehend der Lebensraum für Tiere, die man in der Wüste nicht vermutet, aber natürlich auch für Zebrafinken. Mit seinem Baumaterial fliegt der Fink ganz hoch in den Eukalyptusbaum. Er hat sich einen besonders sicheren Nistplatz ausgesucht. Er ist Untermieter in einem großen Vogelnest. Ein origineller Platz. Der Zebrafink wohnt unten drin und obendrauf sechs junge Reiher. Reiher sind wehrhafte Vögel. Sie verteidigen ihr Nest gegen Feinde. In die Schutzzone hat sich das Zebrafinkenpaar reingemogelt, wird als harmloses Kuriosum geduldet und hat sich so den Schutz der großen Vögel erschlichen. Der alte Weißwangenreiher. Es ist erstaunlich, dass in Zentralaustralien Reiher leben können. Zumindest für eine Brutsaison reicht die Nahrung und das Wasser in dem Billabong. Die Fütterung, chaotisch wie bei Reihern üblich. Man gewinnt den Eindruck, wenn der Alte nicht aufpasst, fressen ihn die Jungen mit. Im Bettelgeschrei nicht, aber in Alter und Größe sind deutliche Unterschiede. Die Jungen sind im Abstand von Tagen geschlüpft. Vom Nesthäkchen bis zum fast flüggen Jungen, wie Orgelpfeifen die Geschwister im Nest der Weißwangenreiher. Schwer zu sagen, was das ist. Eine merkwürdige Gesellschaft. Wo ist hinten, wo ist vorn? Vögel sind es, die hier den Tag verschlafen. Mit den Tagträumern ist jetzt nichts anzufangen. Wir kommen wohl besser heute Nacht wieder. Aha, jetzt ist er wach, der Eulenschwalm. Eine Nachtschwalbe, verwandt mit unseren heimischen Ziegenmelkern. Wir haben die anderen Familienmitglieder im Visier, die beiden pflücken Jungvögel. Sie sitzen oben im großen Casuarina-Baum. Der Altvogel mit Futter. Eine Handvoll Insekten hat er im Schnabel. Auffallend die vielen Ähnlichkeiten mit einer Eule. Die nächtliche Lebensweise, die großen Augen und das weiche Gefieder zum absolut lautlosen Fliegen. Doch Eulenschwalme sind nicht verwandt mit Käuzen und Eulen. Futterübergabe, lautlos und schnell. Nächtliches Treiben vor unserer Kamera. Das Licht des Scheinwerfers hat uns einen kurzen Einblick ins Familienleben der Eulenschwalme gegeben.
Bloß gut, dass Zebrafinken tagaktiv sind und deshalb leichter zu beobachten. Unser Zebrafinkenpaar kommt zurück vom Futtersuchen, emsig und geschäftig und natürlich gemeinsam wie immer. Mit dem Nestbau sind sie seit vorgestern deutlich weiter. Die endgültige Form, eine Kugel mit Eingangsröhre, ist bereits zu erkennen. Nur durchsichtig ist das Ganze noch. Noch leuchten ihre roten Schnäbel durch das dünne Geflecht, doch bald wird das Nest Sichtschutz geben, seinen Inhalt verbergen und schützen. Nistmaterial herbeischaffen ist allein Aufgabe des Männchens. Das Weibchen wartet im Nest und hilft beim Einbau normalerweise. Der riesige Grashalm, ein tragender Balken im Dachstuhl. Sein Einbau ist wohl Männersache, ganz allein quält er sich damit ab. Seine Arbeit wird begutachtet, auch das ist Teamwork. Diese widerspenstigen, sich ständig verhakenden grünen Zweiglein sind schwer zu transportieren, als Baumaterial aber sehr begehrt. Sie geben dem Nest Zähigkeit und eine gute Tarnung. Vierhundertmal die richtige Entscheidung treffen, 400-mal der kräftezehrende Flug. Aus circa 400 einzelnen Halmen, Wurzelstückchen und kleinen Ästen besteht ein Zebrafinkennest. Bei 40 Grad im Schatten, Schwerstarbeit für den kleinen Vogel. Uns würde interessieren, wie es im Nest aussieht und warum sich die Zebrafinken so beeilen. Die kurze Baupause nutzen wir. Jetzt können wir ohne zu stören in das Nest schauen. Unser Rasierspiegel kommt zum Einsatz, bewährt sich bei einer höheren Aufgabe. 1, 2, 3 Eier und das 4 Tage nach der Grundsteinlegung. Ja, schnell sind sie. Morgen nach dem 4. Ei werden die Zebrafinken mit dem Brüten beginnen. Wir wollen die 14 Tage Brutzeit nutzen, wollen uns umsehen im Zebrafinkenland. Die Spinifex-Gräser haben gut angesetzt, viele Samen sind zu erwarten. Viele unterschiedliche Grasarten gedeihen, blühen und reifen jetzt nach dem großen Regen. Gute Zeiten für alle Körnerfresser. Das Gezwitscher ist uns vertraut, das kennen wir aus heimischen Stuben. Wellensittiche, bei uns zu Hause beliebte Stubenvögel, hier leben sie in Freiheit. Australien ist die Heimat der Wellensittiche. Das Pärchen ist in Frühlingsstimmung. Bei Wellensittichen ist es wie bei den Zebrafinken. Nicht die Jahreszeit, sondern der Regen und das darauf folgende gute Nahrungsangebot bestimmen, wann Frühling ist. Das Wellensittichmännchen begleitet seine Frau auf Schritt und Tritt. In der Brutzeit sind bei ihnen die Aufgaben getrennt. Sie kümmert sich um das Gelege im hohlen Baum, er besorgt das Futter und hält, wenn er nichts anderes zu tun hat, treu vor dem Nestloch Wache. Zurück zu unseren Zebrafinken. Das Weibchen sitzt auf seinem Lieblingsast und wir sind sehr gespannt. Jetzt, gut 3 Wochen nach Brutbeginn, müssten wir Neuigkeiten im Nest entdecken. Doch alles ist enttäuschend ruhig. Wir sind erleichtert, es sind doch Junge drin. Wohlerzogene. Denn erst auf das Signal der Mutter reagieren sie mit Betteln.
Jetzt gibt's Futter, schön der Reihe nach. Ein Junges nach dem anderen kommt dran. Die Kleinen betteln erstaunlich manierlich. Bei anderen Vogelarten gibt es viel mehr Gerangel, Geschrei und Streit. Bei Zebrafinken gibt's immer Müsli. Mindestens 10-mal am Tag. Gras- und Blumensamen, möglichst halbreif und nicht so hart und trocken. Das Ganze dann im Kropf mit Wasser vorgeweicht, damit's ein Prachtfink wird. Ein Zebrafinkenpaar macht alles gemeinsam, auch das Futter suchen. Deshalb ist das Männchen in Warteposition und möchte auch die Jungen füttern. Das Weibchen ist fertig mit der Fütterung, will aber nahe bei seinem Partner bleiben. Pech für uns, so verdeckt es den Blick auf die Jungen. Zebrafinken sind gut angepasst an die Bedingungen im trockenen Zentrum Australiens. Erwachsene Vögel können monatelang ohne Trinkwasser auskommen. Sie können Körperflüssigkeit durch Fettverbrennung gewinnen und können unnötigen Wasserverlust vermeiden. Kot und Urin werden fast trocken abgegeben. Nur wenn sie Junge großziehen, sind sie auf eine zuverlässige Wasserstelle angewiesen. Dann müssen sie regelmäßig zum Trinken fliegen und das trockene Körnerfutter im Kropf für den Nachwuchs einweichen. Eine gute Woche noch bleiben die Jungen im Nest, dann sind sie flügge und wir werden wiederkommen. Die alten Windmühlen sind eine simple und bewährte Konstruktion. Windrad, Kurbeltrieb und Pumpgestänge. Bevor die Viehzüchter die Windpumpen aufstellten, waren riesige Gebiete Zentralaustraliens für Rinder, aber auch für viele einheimische Wildtiere nur zeitweise bewohnbar. Futter gab es zwar reichlich, aber offenes Trinkwasser nicht. Kängurus und Kakadus können hier erst das Land dauerhaft bewohnen, seit es die Tiefbrunnen gibt, die Sammelbecken und Vorratsteiche, die ganzen aufwendigen Einrichtungen zur Rinderzucht. Von diesen Errungenschaften der Technik machen die Tiere der australischen Buschwüsten regen Gebrauch. Die rosa Kakadus und Schopftauben haben großen Durst. Kakadus und Tauben sind Körnerfresser und müssen zum Trinken Wasser finden, vor allem wenn sie Junge füttern. Insektenfressende Vögel und Greife kommen meist mit der Feuchtigkeit im Gewebe ihrer Beutetiere aus. Neben rosa Kakadu und Schopftaube wirken sie winzig, unsere Zebrafinken. Großes Gewimmel, unzählbar, wie ein Ameisenhaufen. Die Brutsaison ist auf dem Höhepunkt. Zahllose Zebrafinken müssen ihre Jungen versorgen, drängen zum Wasser. Das Gras am Ufer ist für die kleinen Finken zu hoch. Dort können sie nicht ans Wasser, aber der abgestorbene Ast ist für sie ideal. Nur der Wellengang auf dem Teich macht ihnen zu schaffen. Der heiße Wüstenwind bläst heute kräftig, kräuselt das Wasser auf dem Teich. Für die kleinen Zebrafinken übermannshohe Wellen. Arme kleine Zebrafinken. Entweder hängt ihr Schnabel in der Luft oder die Welle schwappt über den Kopf. Und wie könnte es in Australien anders sein? Auch Kängurus kommen zum Trinken. Das rote Riesenkänguru ist scheu und vorsichtig. Es sichert, bevor es sich an das Wasser traut.
Mit viel Lärm, wie immer, kommt ein Schwarm rosa Kakadus zum Wasser. Wir trauen unseren Augen kaum, die Vögel trinken im Flug. Ein sehr ungewöhnliches Verhalten, eine Kunstfertigkeit, die wir nur an dieser abgelegenen Wasserstelle beobachtet haben. Sie erinnern uns an Löschflugzeuge, die Wasser zur Waldbrandbekämpfung im Flug schöpfen. Vielleicht haben die rosa Kakadus Freude an ihrem Flugkunststück, doch wahrscheinlich vermeiden sie Gefahren, die am Ufer lauern. Wir schwitzen, der Hans besonders. Er steckt mit der Kamera unter der Tarnplane. Wir sind zurück bei den Zebrafinken und es ist sicher gut, wenn sie uns heute nicht sehen an diesem besonderen Tag. Mir geht es besser. Ich bin für das Licht zuständig, beleuchte die Szene mit dem Spiegel auf große Distanz. Das empfinden die Zebrafinken wie natürliche Sonne. Und so sehen sie jetzt aus, die jungen Zebrafinken. Voll befiedert wie die alten, nur nicht so schön bunt. Jetzt geht das Männchen zum Füttern, aber von außen. Hat es keinen Platz mehr im Nest bei so vielen dicken Jungen oder hat es etwas anderes vor? Nun macht die Sache Sinn, die Eltern locken. Mit 18 Tagen sind die Jungen reif. Heute ist der große Tag und hops, ganz gelassen, ganz selbstverständlich verlässt das erste Junge das Nest. Was nun? Alles ist so neu für den kleinen Zebrafinken. Etwas ratlos ist der Kleine, aber reif und fit fürs Leben. Und natürlich kann er auch schon richtig fliegen. Nummer 2 in den Startlöchern. Papa macht's vor und ab geht's. Nummer 3 ist zögerlich, hat fast die Hosen voll. Der vierte ist auch kein Held, aber zurückbleiben, das will er nicht. Aha, das war das Letzte. Jetzt endlich wissen wir mit Sicherheit, 4 Junge waren im Nest. Sie werden zum Schlafen zurückkommen, noch ein paar Tage, dann hat das Nest ausgedient. Klar, dass wir unsere Zebrafinkenfamilie hier suchen. In einem Land, in dem Wasser so selten ist, sind die Windmühlen die Treffpunkte für alle Tiere, die zum Trinken müssen. Der Andrang ist riesig. Die Zebrafinken haben sich in Massen versammelt. Bereits einen guten Monat nach dem Regen hat sich die Zebrafinkenpopulation in dieser Gegend verdreifacht. Jedes Paar hat in den vergangenen 5 Wochen im Durchschnitt 4 Junge ausgebrütet und großgezogen. Kein Wunder, dass die Luft erfüllt ist von vielstimmigem Gepiepse. 4 Junge dicht beieinander, wir reden uns ein, unsere Familie wiedergefunden zu haben. Die Familie wird noch einige Zeit eng zusammenhalten, bis schließlich die Jungen ihre eigenen Wege gehen. Vorerst aber gibt es noch vieles zu entdecken, zu lernen und zu üben. Lektion 1: Trinken am Rindertrog. Die Jungen fallen auf durch fehlendes Rot am Schnabel und durch ratloses Rumstehen, aber sie lernen schnell und sind anpassungsfähig. Bald haben sie raus, sich durchzusetzen und am Rand der Tränke rumzuklettern. Nur etwas Übung brauchen sie noch.
Junge Zebrafinken sind eifrige Schüler, aber ohne Reinfälle geht es nicht. In ein paar Tagen haben sie aber sicher die Sache im Griff. Dann werden sie mit ihren Eltern weiterziehen und lernen, wie man sich selbstständig durchs Leben schlägt. Unser Zebrafinkenpärchen. Die erste Brut hat es erfolgreich großgezogen und schon schmusen die Vögelchen wieder. Bestimmt denken die zwei an die nächste Runde. Und wir würden gerne wissen, wo sie das neue Nest planen, wie viele Junge es wohl diesmal werden und ob das Futter reichen wird und auch das Wasser für den großen Durst der kleinen Zebrafinken.